Ich glaube, sein Penis ist ziemlich klein. Die Krähe kann kein Krähe, das ist scheiße. Hallo Leute, ich fahre nach Berlin. Und meine Freundin ist wieder da. Ich fahre mit meiner Freundin heute nach Berlin. Eigentlich bleiben wir heute Nacht in Prag und dann fahren wir morgen nach Berlin. Morgen Abend ist das Konzert von Motrip und Alias. Motrip ist mein Lieblingsrapper. Wir fahren zu seinem Konzert eigentlich. Wir sind sad. Ihr seid traurig? Ja. Sana, schau. Das Leben ist so. Ein junger Mann wird erwachsen und unternimmt eigene Dinge. Doch ich werde immer für dich da sein. Und was willst du mir schenken? Oh, es geht schon wieder um Geschenke. Ich komme sowieso diese Woche noch zurück, also ich bin nur für 4-5 Tage weg. Darf ich mitkommen? Nein, das, Sano, du kannst nicht mit. Das Ding ist, du hast hier Freunde und Familie und ich muss weg, ich habe sowas nicht. Ich habe keine Freunde. Was? Was? Es ist eigentlich das Geschenk von meiner Freundin an mich. Sie hat mir irgendwie diesen Trip plus Motrips Konzert geschenkt. Zeigen wir kurz meinen Zehennagel her für YouTube. Ja, er hat sich da stark verletzt. Schaut mal. Hoppala. Sano, mach mal so. Oh, weil ich sie fertig gemacht habe. Alle haben reingeguckt. Oh! Mein Zehennagel ist wirklich am Arsch. Ich habe Fußball gespielt gegen meinen Bruder. Und ja, ich weiß, ich habe behaarte Füße wie ein Bergbauer aus Afghanistan. Das sind die Gene. Oh mein Gott, das ist so hässlich. Nicht böse gemeint. Ja, es hört sich aber so an, als wäre es böse gemeint. Nicht böse gemeint. Ich war in meinem gesamten Leben ein einziges Mal in Deutschland. Das war in München vor 2 Jahren. Warte, woher kommst du nochmal? Serbien, du Dummkopf. Tschüti, Brate, tschüti. Ich war in Niederland, Holland und... Niederland ist Holland. Okay, du gibst mir 20 Euro und dann kannst du Suche nach Berlin fliegen. Warum sollte ich dir Geld geben? Weil ich deine Schwester bin. Bist du mein Zuhälter, dass ich dich bezahlen muss, wenn ich was machen will? Ich gebe dir keine 20 Euro, damit ich nach Berlin kann. Vielleicht dann 100 Euro. Ah. Ich weiß jetzt. 1 Million, bitte. Ich meine es ernst. Ich weiß eh, es ist viel, aber gib mir. Wenn du jemanden findest, der dir 1 Million geben kann, dann ruf mich an, denn ich will dann auch von ihm 1 Million Euro haben. Ich habe schon jemanden angerufen. Wen? The Ace Family. Sag doch bitte, hör auf mit der Ace Family. Sie schauen eh unser YouTube-Kanal. Nein. Ja. Ich muss in 40 Minuten raus und muss noch fertig backen. Machen wir beide so. Also, Motrip. Good. Achso. Was ist? Warte, bitte, du störst nicht. Die Fotos von uns gehen nicht. Mal nach Berlin. Schau uns das Gesicht an. Und ich werde nach Berlin fliegen und das Stadt kaputt machen. Wenn Capital Bra das sieht. Oh mein Gott, du kennst Capital Bra? Ja. Wollt ihr meine Unterhosen sehen? Warte, ich zeig. Oh nein. Ach, Kacke gemacht. Ich habe 3-mal dieselben Unterhosen. Also 3-mal dieselbe Unterhose. Bedeutet, wenn ihr mich mal auf der Straße zu oft mit derselben Unterhose seht, das liegt nicht daran, dass ich immer dieselbe anhab. Wir haben auch eine Waschmaschine. Das ist unsere Waschmaschine. Sondern das liegt daran, dass ich diese Unterhose sehr oft habe. Tschüss, Mutter. Ich muss nur noch ein paar Sachen für mich kaufen. Dann geht's eigentlich schon ins Auto. Meine Freundin wartet schon. Berlin. Abschiedsfoto. Berlin. Kutsch, kutsch, kutsch. Wir haben die Süßigkeiten gekauft. Und ich habe mir auch Socken gekauft bei C&A. Was viele Leute nicht wissen ist, ich habe früher selber bei C&A 3 Jahre lang gearbeitet, samstags. Und habe mir meine erste YouTube-Kamera so finanziert. Also danke C&A für die Kamera. Sano, du brauchst nicht weinen. Ich bin in 4 Tagen zurück. Sano, tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Wir fahren los. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Österreicher kommt, um Deutschland zu übernehmen. Leute, wir sind jetzt in Tschechien. Wir haben hier eine Wohnung gemietet über die Nacht, weil morgen geht es erst nach Berlin. Das ist die Wohnung,
es lohnt sich gar nicht mehr zu filmen, weil, weil wir morgen schon weg sind. Wir holen uns eigentlich jetzt nur Essen, also wir haben Hunger. Okay, ich mache so coole Kamerabewegungen wie Luca Concrafter, hallo. Aber wenn ich nah ranzoome, sieht man, dass meine Nase schief ist und ich schäme mich für meine schiefe Nase. Also wir gehen Essen kaufen in Tschechien. Tschechisch kennen wir nicht, Geld, tschechische Kronen haben wir nicht mit. Mal sehen, ob wir mit Bankomat zahlen können oder mit Arschloch. Tschechien ist ein komisches Land. Ich kenne niemanden aus Tschechien. Wir haben nur eine Oma kennengelernt, die uns die Schlüssel gegeben hat zur Wohnung. Und die war nett. Die war wie so eine afghanische Oma. Warum redest du außerhalb von YouTube so viel und innerhalb von YouTube so wenig? Manche Leute sind schüchtern, Leute. Dieses Mädchen ist schüchtern. Außerdem haben hier kleine Kinder Schneemänner gebaut. Da hinten sind Schneemänner. Irgendwelche Kinder haben sich Mühe gegeben und haben diese Schneemänner gebaut. Und es wäre sehr traurig, wenn jemand diese Schneemänner zerstört. Ich habe heute in der Früh in den Nachrichten gesehen, dass hier in der Nähe Schneemänner zerstört wurden. Na malou chvíli vám Honza řekne ve zprávách. My se v 6.20 spojíme s vedoucím východoevropského programu společnosti Člověk v tísni, Rostislavem. Das ist komplett respektlos. Sowas macht man nicht. Hier sehe ich schon einen. Okay, da fehlt der Kopf. Es war überall in den Medien. Wisst ihr, das Traurige ist, dass Kinder sich die Mühe machen, stundenlang an so einem Schneemann herumbasteln und überhaupt erstmal auf diese Jahreszeit warten, um das überhaupt machen zu können, bis der Schnee fällt. Und dann kommen irgendwelche Leute daher, wirklich. Sowas bricht einem das Herz. Leute, ich habe hier noch diesen Pickel, der nicht weggeht. Und das liegt daran, dass meine Freundin versucht hat, ihn auszudrücken. Nein. Doch. Wir können überall zu Hause sein, solange wir beide da sind. Okay. Leute, das ist der erste Fuß, den ich in Berlin setze. Oh. Ich zeige euch, wo ich heute scheißen werde. Da. Oh. Das ist das Wichtigste. Ansonsten gehen wir jetzt essen. Los geht's, Arschloch. Okay Leute, wir waren essen. Wir haben einen Berliner Döner gegessen. Jetzt fahren wir eigentlich zum Konzert. Es ist unser erster Tag in Berlin, bedeutet einer von vier. Das heißt, wir sind bis Sonntag da. Berlin ist ein bisschen cool, aber wir haben noch nicht viel gesehen, weil wir seit einer Stunde erst hierher gekommen sind. Aber sie war schon mal da. Wir sehen uns im weiteren Verlauf des Vlogs. Tschüss. Unsere erste Berlin-Nacht ist vorbei. Wir checken aus dem Hotel aus und fahren jetzt in die... Ist das eine Wohnung, die wir gemietet? In eine Wohnung für 3-4 Tage. Wir sind in der Berliner Wohnung angekommen. Die sieht nicht schlecht aus. Sieht echt gut aus. So eine Wohnung in Berlin zu haben ist schon nice. Also selber zu haben. Wow. Berlin lebt, Bratan, Berlin stirbt. Mein Pickel ist noch da. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir fahren zum Kurfürstendamm einkaufen. Das ist meine Freundin, die weißt du? Die Straße des 13. Februar. Oh, die Straße des 17. Juni. Sie hat am 13. Februar Geburtstag, sie glaubt, sie ist lustig. Oh! Leute, wir sind bei Urban Outfitters. Definitiv nicht mein Ding. T-Shirt. 80 Euro? Sicher nicht. Eine Tasse mit Titan. Entschuldigung, ich mach das nicht mehr. Entschuldigung. Uff. Leute, so eine Trinkflasche hatte ich in Pakistan als Kind immer. Das waren gute Zeiten. Aber hier kostet es 19 Euro. Sicher nicht. Leute, als ich 3 war, waren alle anderen Kinder auch 3, aber ich war nicht 3 wie sie, sondern ich war super 3. Leute, früher war ich immer früh einkaufen, aber jetzt gehe ich immer spät einkaufen. Ich bin mit meiner Freundin zusammen, aber ich würde viel lieber einfach nur in Ruhe leben. Wolltet ihr schon mal sehen, wie jemand ein Kaugummi ausspuckt, mit dem Fuß hochschießt und dann wieder mit dem Mund fängt? Nein? Dann seht ihr es jetzt. Film mich, Baby Girl. Nein! Das war so knapp. When I see you again.
Nein! Ich habe wieder das Oberteil an, das ich beim Konzert anhatte, dieses coole da. Ich zeige euch die Waschmaschine, damit ihr genau wisst, ich würde nie etwas zweimal anziehen, denn das macht man einfach nicht. Da ist die Waschmaschine. Also, ja. Ich meine, ich habe es zwar nicht gewaschen, aber wir haben halt eine Waschmaschine. Also die Möglichkeit, das zu waschen, wäre da, haben wir aber nicht genutzt. Trotzdem haben wir eine Waschmaschine. Also wir gehen wieder zum Kurfürsten da, ein bisschen einkaufen. Vielleicht treffen wir Bushido oder Arafat Abu Chaka, ich weiß. Planet der Affen, Revolution. Leute, wir sind jetzt essen. Der Pickel ist noch da. Ah, die Suppe essen wir nicht mehr wirklich. Ah, okay, ja. Also können Sie ruhig wegräumen. Ja. Aber Sushi unbedingt. Das ist unser Sushi. Meine Freundin hat gestern den Pickel ausgedrückt und er ist noch größer geworden. Sagt, deine Freundin hat bald Geburtstag und sie sagt meine Adresse. Und sie hat bald Geburtstag. Sie hat bald Geburtstag, schickt ihr Geschenke. Ah ja, wir können uns direkt Obstsalat kaufen. Wow, es ist viel cooler, wenn wir so viel Obst kaufen. Obst haben wir jetzt gekauft. Mango haben wir bekommen. Obstsalat haben wir bekommen. Sie ist immer noch schüchtern, was soll ich sagen? Egal. Haube haben wir auch. Ja, sie hat sich eine Haube gekauft, mitten im Februar. Und wir haben eine Mango um 6 Euro gekauft. Es waren aber so saftige Mangos, die ich auch in Afghanistan und Pakistan gegessen habe. Wobei, die sind so rot. In Afghanistan waren sie gelb. Früher habe ich immer Geld abgehoben, aber jetzt habe ich immer sofort Bargeld. Wir waren die letzten 2 Tage zwar immer in Berlin, aber das Einzige, was wir gemacht haben, war am Kudamm einkaufen. Das war nicht die beste Idee, weil, naja, man ist einmal in Berlin und dann geht man nur einkaufen. Heute spielen wir die Touristen, ja. Und der Pickel ist noch immer da. Er ist mitgereist und wird auch wahrscheinlich mit nach Hause reisen, leider. Bevor wir losgefahren sind, haben die Großeltern und die Eltern von ihr gesagt, sie soll aufpassen beim Fahren. Wir sollen noch eine Nacht in Tschechien verbringen, damit sie nicht zu viel fahren muss. Das Einzige, was meine Mutter gemacht hat, ist, mir zu sagen, ich soll auf den Koffer aufpassen, den ich mit habe, weil das der gute Koffer ist. Danke, Mama, für die Liebe, die du mir schenkst. Bitte fahren. Schau, als ob mein Arsch schmutzig ist. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ali Baba und willkommen zu einem neuen Video. Oh, der war gut, oder? Ich glaube, sein Penis ist ziemlich klein. Wenn der Magen nicht krank ist, dann weiß ich es nicht. Ja, meine Mutter würde mich umbringen, wenn ich so rausgehe. Die Krähe kann kein Kriech, das ist scheiße. Anna, die Krähe kann kein Kriech. Okay, gut, tschüss. Ich wollte mich dazulegen, aber ich habe eine neue Hose. Gehen wir, Arschloch. Okay, Leute, es ist unsere letzte Nacht hier in dieser Wohnung. Das meiste, was wir gemacht haben, war einkaufen. Ich habe mir eine hässliche Jacke gekauft. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und gefragt, ob ich die Jacke kaufen soll oder nicht. 70% haben gesagt nein. Also habe ich sie mir gekauft, um einfach etwas zu machen, was Leute nicht wollen. Morgen werde ich noch ein bisschen was filmen. Wir werden morgen um 12 Uhr hier aus dieser Wohnung raus sein und dann noch ein bisschen durch Berlin fahren. Wir waren ja vor 3 Tagen beim Konzert und viele wissen ja gar nicht, was für ein großer Motrip-Fan ich bin. Ich habe endlich ein Foto mit Motrip bekommen. Ich habe steife Nippel bekommen, als ich ihn gesehen habe. Das war ein schöner Moment in meinem Leben. Unser letzter Tag in der Wohnung ist gekommen. Wir verabschieden uns. Tschüss, Wohnung. Und der Pickel ist noch da. Oh, geiler Arsch. Da Wodka Dimitri Ballett.
Wir sind am letzten Ziel unseres Vlogs angekommen, am letzten Ziel unserer Berlin-Reise. Es ist die Berliner Mauer. Es regnet. Ihr habt sie gesehen, ich habe sie gesehen. Das reicht. Tschüss.